Ein richtig dickes Ding hat Christoph Schade da an seinem Haken. Der Kranführer des Tonnenlegers Nordergründe muss den Überblick behalten und voll konzentriert sein. Denn er hält mit seinem Kran nicht nur die mehrere tausend Kilo schwere Tonne am Seil, sondern auch die Sicherheit seiner Kollegen sozusagen in den Händen. Trotz der Verantwortung könnte sich der 29-Jährige keinen schöneren Beruf vorstellen. Das ist Traumjob, ne? Weil es mit Schiffen zu tun hat. Seitdem ich 4 Monate alt bin, bin ich auf See. Meine Eltern haben ein Segelboot. Und da sind wir immer Sommer mit weggefahren. Sowieso das Meer. Ja. Und Kranfahren macht mir auch sehr viel Spaß. Tonne 26 hat ungebetene Gäste an Bord, die dem Seezeichen ordentlich zusetzen. Bis zu 2000 Kilo Muscheln, Sand und Algen können sich daran sammeln und die müssen weg. Denn im schlimmsten Fall kann dadurch die Tonne beschädigt werden oder sogar die Kette reißen. Dann ist sie erstmal verloren. Die gehen ja auch immer tiefer, ne? Die werden ja immer schwerer. Die Muscheln, die wiegen ja auch was. Wenn sie die immer so auf einer Schaufel nehmen, dann haben sie schon ganz schön was drauf. Und die Tonne geht dann halt immer tiefer. Dann müssen die mal so entlastet werden, ne? Für 450 Seezeichen ist der Tonnenleger Nordergründe im Auftrag des Schifffahrtsamtes von der Außenweser bis nach Bremen zuständig. Jedes soll möglichst einmal pro Jahr kontrolliert werden. Kapitän Patrick Tintner und seine Crew sind also wie eine Autobahnmeisterei, nur eben für die Seefahrt. Auch er muss, während seine Kollegen unten an Deck schuften, immer aufmerksam bleiben. Wir müssen das Schiff auf Position halten. Wir müssen darauf achten, wenn andere Schiffe vorbeifahren, dass sie nicht zu dicht vorbeifahren, nicht zu viel Schwellen machen. Wenn wir die Tonne im Kranhaken hängen haben, nicht, dass dann das Schiff hin und her geht, dass die Tonne an Deck hin und her schießt. Zwar ist vieles in der Schifffahrt heutzutage Computer- und GPS gesteuert, doch die Systeme können auch mal streiken. Dann braucht es Orientierung. Trotzdem immer noch so, dass bei Ausfall der nautischen Geräte man sich nach den Tonnen zurückhangeln kann oder nach den Richtfeuerlinien, nach den Quermarkenfeuern, überhaupt nach den Leuchttürmen und sowas. Also man muss das schon alles noch wissen. Ja. Doch nicht nur Reinigung und Wartung von Seezeichen steht für die Nordergründe auf dem Programm. Achtung, wir machen jetzt noch eine Feuerlöschübung, bitte die Türen eben dicht halten. Denn auch wenn es mal brennt, etwa ein Schiff auf der Weser oder in Bremerhaven, werden sie von der Feuerwehr mit alarmiert. Das ist seitdem das Schiff 2012 in Dienst gestellt wurde, zwar bisher nur 3-mal passiert, doch gerade deswegen gilt es immer in Übung zu bleiben. Wir haben 2 Löschmonitore. Der hintere Löschmonitor sitzt auf dem Hydraulikmast, den können wir auf 21 Meter über Wasserlinie ausfahren, teleskopierbar. Aus den beiden Monitoren kommen 10.000 Liter die Minute. Das Ganze können wir auch noch mit Schaummittel machen, was wir zumischen können. Wir haben 15 Tonnen Schaummittel an Bord, was sich zumischen lässt. Das langt ungefähr für 2 Stunden durchgehend mit Schaumlöschen. Zurück zur Reinigung. Auch die 40 Meter lange Kette, die bis zum Grund der Nordsee reicht, muss von Muscheln und Co. befreit werden. Schnell stellt sich heraus, durch das Salzwasser und ständige Reibung der Glieder muss sie ausgetauscht werden. Zum Glück hat die 7-köpfige Crew immer Ersatz mit an Bord. Auch wenn sie hier ein eingespieltes Team sind, gibt es auch für die Profis ab und zu die ein oder andere Überraschung. Es gibt mal, dass die Tonne dann halt mit einer anderen vertüdelt ist, irgendwie Ketten zusammengetüdelt sind. Das sieht man ja alles im Wasser, ne? Dann kommen da mal 2 Steine hoch oder eine alte Tonne mit drinne. Oder gut, dann hat man halt nur den einen Kran, dann muss man sehen, dass man das andere an Bord kriegt. Ja, das sind dann so Sachen, die ein bisschen figelinscher sind, sag ich mal. Nach einer knappen Stunde ist es geschafft. Die Tonne ist sauber und die Kette gewechselt. Nun kann sie von Christoph Schade wieder vorsichtig zu Wasser gelassen werden. GPS ist ja auf den Sliphaken ausgerichtet. Wenn die Position, wir über der Position sind, dann können wir den Stein weghauen, der fällt auf den Grund und dann liegt die halt genau auf Position. An der richtigen Stelle ist heute auch wieder die gesamte Crew gewesen. Das ist unser tägliches Geschäft, das machen wir jeden Tag, die Tonnen. Das Hand in Hand, die Leute wissen Bescheid, hier oben. Das ist gut eingespielt, sag ich mal. Die Kommunikation läuft super mit dem Deck. Tipptopp, wie es sein soll. Morgen werden sie wieder auf der Außenweser unterwegs sein, denn die nächsten Tonnen warten schon.